So, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zur Eurotour 2017. Wir sind jetzt gerade losgefahren vor einer circa halben Stunde. Und ich musste schon das Motorrad reparieren. Die KTM ist ein bisschen empfindlich in Bezug auf Zündspule, Zündkerzenstecker. Ich habe ja neulich erzählt, ich hatte Grünspan im Kabel vom Zündkerzenstecker. Das Kabel, was auf den Stecker aufgeschraubt wird. Und es war jetzt genau dasselbe wieder. Dann sind wir von der Tankstelle rausgefahren, stand an der Ampel, Karre geht aus. Startet, geht gleich sofort wieder aus. Musste ich nochmal alles hier auseinanderbauen, ja, Seitenteil entfernen und wieder ein Stück von dem Kabel, von der Zündspule abzwicken und neu reindrehen und wieder alles zusammengebaut. Aber jetzt scheint es zu funktionieren. Fingers crossed, ja. Oh Mann. Also ich hatte ursprünglich geplant, dass wir nur Landstraße fahren, aber das Wetter heute Abend, heute Nachmittag soll sehr schlecht werden. Deswegen schaue ich, dass wir ein bisschen mehr Kilometer gleich am Anfang machen. Deswegen fahren wir jetzt Autobahn runter bis nach Garmisch. Und dann gehen wir nach Westen rüber, so Richtung Gaichpass, Riedbergpass. Und unser erster Stopp heute, der ist in Innertkirchen, das ist in der Schweiz. Da habe ich jetzt gestern Abend noch unser Hotel gebucht. Von dort aus geht es dann weiter quer über die Schweiz. Dann so in dem etwas südlicheren Teil von Frankreich durch diese ganzen Nationalparks. Und dann fahren wir einmal quer rüber nach San Sebastian. Dazu werden wir 4 Tage brauchen, ca. 500 Kilometer pro Tag. Heute werden wir ein bisschen abkürzen, werden es vielleicht 450, 400. Wenn wir wieder auf den Landstraßen sind, dann melde ich mich nochmal. Bis später. Ja, da standen jetzt gerade diverse Verkehrsschilder, dass die Straße zwischen Oberau und Ettal gesperrt ist. Die hatte ich eigentlich geplant. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen, dass wir irgendwo anders langfahren. Wie man hier auf der Karte sieht, habe ich so zwei so Umwege hier eingebaut. Sieht aus wie so ein Busen quasi. Und wir schauen mal, ob wir irgendwie abkürzen. Was ist denn da drin? Da ist der Oberjochpass drin und der Gaichpass, glaube ich. So, gucken wir mal. Los. Ah, jetzt kann ich auswählen, bei welchem Punkt ich quasi loslegen möchte. Bei welchem Punkt möchte ich loslegen? Ja, beim zweiten, genau. Super. Das ist schon mal klüger gelöst als bei dem 210. Da fragt er dich, möchten Sie zu Anfang der Route navigieren? Ja, nein. Und wenn du nein sagst, dann schickt er dich manchmal auf die Route zurück und manchmal auch nicht. 400 Kilometer. Boah. Ankunft 16.54 Uhr. Das ist eigentlich okay. Ja, ich habe jetzt übrigens rausgefunden, wie ich hier meine Einstellungen machen kann, wie ich das haben möchte. Also Uhrzeit habe ich jetzt hier rechts unten, Ankunftszeit rechts oben, Distanz und Höhenmeter. Höhenmeter finde ich immer noch ganz interessant. Ist halt schade, weil dadurch hast du diesen Balken da rechts, der vom Navi noch was verdeckt, hast du halt nicht so eine Riesenkarte. Aber mein Gott, anders geht es scheinbar nicht. Das wäre eigentlich ein easy Software-Update. Hier Ankunftszeit und hier Distanz und dann irgendwo rechts oben die Uhr in ganz klein. Nun ja, Wetter hat sich wieder ein bisschen gebessert, aber die Schlechtwetterfront, die kommt von Westen auf uns zu. Das heißt, wir tauchen da einmal durch. Hoffentlich. Hoffentlich sind wir da genau im Hotel, wo die Schlechtwetterfront durchkommt und morgens ist wieder alles super schön, ohne Schnee. Angeblich ist auf dem Grimselpass Schnee angekündigt für morgen früh. Da bin ich mal schwer gespannt. Ach ja, immer wieder schön hier unten. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Berg die Zugspitze ist. Ich glaube, der da vorne. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Oder der hier links. Ja, Sie sind in Bavaria. Willkommen in Bavaria, wo die Berge aus dem Boden wachsen. Falls das jemand kennt von Monty Python. Bavarian Restaurant Sketch, der ist klasse. Den müsst ihr euch unbedingt anschauen. How's your body temperature? It's a bit chilly, isn't it? So, jetzt sind wir dann gleich in Österreich. Genau, in einem Kilometer. Also ich muss sagen, mir ist ein bisschen frisch. Ja. Obwohl ich die Textilkombi mit Innenfutter anhabe. Aber ich habe unten drunter nur meine Sommerunterwäsche. Ich war jetzt zu faul, noch meine warme Unterwäsche mitzunehmen, weil in Frankreich und Spanien, da wird es wahrscheinlich wesentlich wärmer. Also laut Wettervorhersage 20, 25 Grad sonnig. Und da schwitze ich dann in der Textilkombi mir einen ab. Vor allem mit Futter. Da habe ich dann lieber die dünne Unterwäsche dabei. Ich hatte eigentlich noch ewig viel Platz, aber ich versuche immer, möglichst wenig mitzunehmen auf Touren. Also wir sind jetzt unterwegs, lass mich mal überlegen. Wir sind jetzt 4 Tage unterwegs. Also 3 Nächte hin, dann 6 Nächte in Spanien und dann 2 Nächte wieder zurück. Das sind 11 Nächte. Und ich habe jetzt dabei 5 Garnituren Unterwäsche. 4 T-Shirts, 2 Pullis, eine kurze Hose, eine lange Hose und noch eine Zip-Hose und das war's. Mehr habe ich nicht dabei. Und das ist eigentlich schon relativ
viel. Also ich glaube, auf der Eurotour hatte ich sogar noch weniger dabei. Und ich werde uns dann einfach irgendwo ein bisschen Waschpulver organisieren und dann waschen wir halt einfach im Hotel in Spanien. Ich habe mir so schnell trocknende Synthetics-T-Shirts mitgenommen, damit sollte das überhaupt kein Thema sein. Ja, und Zeltschlafsack haben wir alles nicht dabei. Wir bleiben in Hotels diesmal, machen wir ein bisschen komfortabler. Also wenn das Wetter so bleibt, wegen mir gerne. Also langsam könnte ich mal ein zweites Frühstück vertragen. Denk mal, wir werden da circa bei Weißenbach am Lech mal eine kurze Pause machen. Da müssen wir uns dann eh entscheiden, ob wir dann die größere Runde fahren oder ob wir ein bisschen abkürzen. Ja, sau hübsch hier. Sau hübsch. Ja, und zum Garmin muss man sagen, das hat jetzt schon länger gehalten als das TomTom. Über 150 Kilometer. Also bisher kann ich mich echt nicht groß beschweren über das Navi. Das Einzige, was war diese Einstellung von den Daten. Aber das ging dann auch relativ fix. Ja, bisher sehr zufrieden, muss ich sagen. Routenimport war auch geil. Du ziehst einfach die GPX-Datei aufs Garmin. So wie ich es gewöhnt bin, machst du dann einfach so, ich weiß nicht, in dem Fall habe ich jetzt, glaube ich, so 5-6 Waypoints gesetzt. Dann hast du so eine Mini-Datei mit 4 Kilobyte, ziehst du dann einfach über USB aufs Navi, steckst es ab, dann schaltet es sich aus, dann schaltest du das Navi nochmal ein und dann sagt er, oh, du hast ja neue Routen hier drauf, willst du die importieren? Ja, fertig. Ach, ich freue mich schon auf Spanien, ich freue mich schon auf Pinchos essen oder auch Tapas. Pinchos ist das baskische Wort für Tapas. Ah, und auf Strand. Wir haben ja den Plan, dass wir uns Bodyboards kaufen und dann dort eigentlich die meiste Zeit am Strand verbringen mit Surfen. Die Renner hat sogar ihren Neoprenanzug dabei. Ich werde mir dann wahrscheinlich einen abfrieren ohne Neoprenanzug. Deswegen werden wir dann mal schauen, ob wir da in Spanien für mich einen finden. Ja, ich sag mal, das ist jetzt noch nicht so die allerspannendste Route, die wir gerade fahren. Ich glaube, das erste Interessante wird der Oberjochpass. Wobei manche Leute haben mir gesagt, das heißt gar nicht Oberjochpass. Das ist halt diese Straße da runter nach Bad Hindelang, Schnitzelalm. Naja, dann schalte ich später nochmal ein. Bis dann. Ja, wenn man von der Seite kommt, dann sieht man auch mal, dass da eine Burg ist da oben. So eine Ruine. Die habe ich ja noch nie gesehen. Ja, da müssen wir unbedingt mal hin. Unbedingt. Das wäre jetzt allerdings nichts für einen Gary mit seiner Höhenangst. Dem wurde ja schon auf dem Hahnenjoch schwindelig. So, erster Stopp in Reutte, glaube ich. Also kurz hinterm Plansee. Machen wir noch einen Stopp bei Meckes. Zweites Frühstück oder wir ziehen das Mittagessen vor. Je nachdem. Schauen wir mal. Jetzt hätten wir genau genommen auch Plansee fahren können. Aber Etzaler Berg war ja gesperrt. 10.30 Uhr und jetzt sind wir, glaube ich, schon. Wie viel war? 140 Kilometer sind wir schon gefahren. Ah, shit. Da wäre die Einfahrt gewesen. Bin ja auch blind, ne? There's two options. We could do a second breakfast or early lunch. Early lunch. Yeah, I'm thinking early lunch too. Is your camera working all right now? Okay. Can you see the red light? No. No? Yeah, that's why I sometimes have to lift and check. So, wir machen weiter wie im Plan. Die etwas längere Route, weil sonst fahren wir den Riedbergpass nicht und den wollen wir fahren. Da sind gerade ein Haufen Aston Martin und Ferraris vorbeigefahren. Alle mit Züricher Kennzeichen. Lamborghini zum Schluss. Hm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Machen eine Grand Tour wahrscheinlich. So, weiter im Text. Es fängt leider ein bisschen an zu tröpfeln. Ich hoffe mal, das wird nicht stärker. Aber wir sind beide mit wasserdichter Kamera unterwegs. Beziehungsweise das Setup, was ich mir da überlegt habe, dass ich da was angebohrt habe. Hinten an der Kamera. Und dann so ein Klinkenverlängerungsstecker rein. Das sollte eigentlich funktionieren. Wir müssen mal überlegen, fahren wir denn tatsächlich noch den Geichtpass? Kann gut sein. Jetzt habe ich mir nur einen Pulli drunter gezogen, weil es doch ganz schön frisch war. Aber das scheint jetzt zu reichen. Ich habe gar nicht genau geschaut. Ich glaube, als wir gefahren sind, waren es ca. 9 Grad. Ja, der Sommer ist wahrscheinlich zu Ende. Ich glaube, da kommt jetzt nur noch Herbst. Also ich bin von dem Navi, ja, guck da, mehr Sportwagen. Ich bin von dem Navi bisher echt begeistert. Es waren auch so kleine POIs direkt auf der Karte, so Anzeiger. Da siehst du dann auch direkt, ob es ein McDonald's ist. Das ist so ein McDonald's-Zeichen. Das ist geil. Drückst einfach drauf und sagst, zu McDonald's fahren. Ja, also in Bad Hindelang, da hat es angeblich schon geschneit.
Arbeitskollege von mir, der wohnt da, der hat gemeint, die hatten jetzt die letzten Tage da schon den ersten Schnee. Ja, Weißenbach. Ich glaube, da geht es dann den Gaichtpass hoch. Jojo, dann melde ich mich später nochmal.